ist ein guter Tag, Freunde. Ich habe gerade Geld abgehoben, denn wir kaufen heute ein neues Auto. Ich habe gar nicht so viel abheben müssen. Der Plan ist, dass es günstig wird. Schön, dass ihr dabei seid. Geiler Roller. Der ist es doch. Ich finde, einen Roller würde ich schon mal fühlen. Den wollten wir doch kaufen, oder? Wir geben das Geld und wir nehmen ihn mit. Ist das ein guter Tuning? Hattest du nicht mal einen Gilera? Nee, du hattest einen, was hattest du? Piaggio. Piaggio. Taifu? Quartz. Ich hatte ein Aprilia SR50 wassergekühlt, Alter. Das konnte ich mir damals nicht leisten. Der war nicht teuer. Der war sogar noch günstiger wie das Auto, das wir jetzt kaufen. Als wir jetzt kaufen. Also, let's go. Ja, komm, abhauen. Mensch, Freunde, es ist schon wieder höchst idyllisch hier alles. Es kann nur eins heißen. Wir fahren durch den Arsch der Welt, um ein Auto zu kaufen. Dieses Mal geht's ein bisschen back to the roots. Shitbox-Time, richtig. Was ist das, was jeder will? Für wenig Geld ein Unikat bauen. Und da kommen wir auch irgendwie ein bisschen her. Da hat LB Garage angefangen. Ein Auto für knapp 1000 Euro kaufen, Teile für ein paar hundert Euro und dann innerhalb von kürzester Zeit ein super cooles Auto bauen, mit dem man einfach mega Spaß haben kann. Aktuell unsere Projekte, versteht mich nicht falsch, ich fühle das auch gigantisch, den Subaru so perfekt zu bauen oder auch als wir die Benz-Geschichte hatten, da wirklich zu gucken, wie kann man es möglichst ideal alles regeln. Aber andererseits hatte ich auch immer wieder Bock, ein bisschen kindlichen Murks zu machen. Und das ist perfekt für ein Winterauto. Und genau dieses potenzielle Auto für das Projekt schauen wir uns jetzt an. Wenn das wird, dann wird das sehr wild, weil ich fühle die Kiste, also genau dieses Modell schon extrem, schon sehr lange. Und ich hoffe, der steht gleich auf dem Anhänger. Kurzer Zeitsprung. Das letzte Licht haben wir noch genutzt für die Besichtigung. Und ja, er steht auf dem Anhänger drauf. Und wenn ich jetzt in den Rückspiegel schaue und schon dieser... Nein, du darfst doch nicht zeigen. Darfst du nicht zeigen. Man sieht es nicht. Man sieht es nicht? Nein. Okay. Was ich sagen wollte, ist, ich schaue in diesen Rückspiegel und sehe diese Scheinwerfer, der mir schon immer so gut gefällt. Und ich bin so happy, dass es jetzt einfach soweit ist und wir so einen Wagen endlich im Fuhrpark haben. Wir fahren jetzt heim, laden ihn ab. Dann ist es schon dunkel, deswegen komme ich morgen zurück im Tageslicht und präsentiere euch unsere neue Shitbox, die anders wild wird. Ich garantiere es euch. Bin gespannt, was ihr sagt. Bis gleich. Also das ist ehrenlos. Ja, was soll ich euch sagen, Freunde? Das ist er, mein neuer Honda Civic. Der coolste Civic, meiner Meinung nach, der je gebaut wurde. Und zwar reden wir hier von einem EG3 Fließheck. Das EG-Modell, gerade in der Fließheck-Variante. Ein absolut ikonisches Auto in der Tuning-Szene, was in den letzten, ich würde mal sagen, 20 Jahren mit diesem Auto schon angestellt wurde. Es ist crazy. Also ich habe schon immer Bock gehabt auf ein EG, schon immer Bock gehabt, einen Civic umzubauen. Gerade weil er eben so eine Geschichte in der Tuning-Szene hat. Ich meine, es gibt, glaube ich, kaum ein Wagen, der verhasster, aber auch beliebter in der Tuning-Szene ist, wie genau dieser Civic. So ein Civic hat viele Facetten. Vom 18-jährigen Ricer-Boy, der das Ding komplett auf den Boden schmeißt, irgendwelche Spoilerlippen dran klatscht, mit Replika-Wheels und maximalem Camber mit 75 PS im Begrenzer an der Schule vorbeifährt. Bis hin zu 1000 PS Track-Umbauten, die irgendwelche Bestzeiten auf der Viertelmeile fahren. Und wir, was machen wir? Wir versuchen, diesen Winter unser ganz eigenes Ding hier zu finden mit meinem neuen Honda Civic. Also eins sollte klar sein. Das Ding wird ein good old fashioned LB Garage Low-Budget-Projekt. Back to the roots, so wie es angefangen hat. Nicht, weil ich es nicht fühle, was wir hier aktuell machen. Es ist mein größter Traum schon immer gewesen, Autos auf einem gewissen Level zu bauen, die Möglichkeiten zu haben, hier finanziell und auch platztechnisch Sachen umzusetzen, die halt früher nicht möglich waren. Das Ding ist einfach, als ich in dem Alter, wo man sowas gemacht hat, ne, sich so ein 1300-Euro-Civic kaufen. Das war übrigens der Preis für diesen Wagen. Das Ding auf Low Budget umbauen, was einfach nur geht, so individuell wie möglich zu gestalten, um dann einfach mit seinen Freunden irgendwie Spaß zu haben mit dem Auto. Als ich in dem Alter war, so 18, 19, hatte ich nicht die Möglichkeit dazu. Ich hatte weder das Geld noch den Platz. Jetzt, vor kurzem, bin ich 30 geworden und ich sag euch, wie es ist. Ich habe das Interesse daran nicht verloren und ich setze jetzt das um, was ich früher immer machen wollte, denn jetzt habe ich die Möglichkeit und ihr könnt dabei sein. Das ist der Plan. Aber ich möchte noch gar nicht zu viel erzählen, was wir alles hier machen wollen, was wir für verrückte Ideen haben, weil am Ende wird es eh wieder komplett anders. Fakt ist aber, es wird Low Budget bleiben. Es wird ein Projekt, welches jeder irgendwie in einem gewissen Punkt in seinem Leben umsetzen werden kann.
Also, wenn ihr da Bock drauf habt, wir werden hier nichts machen, wo ihr einen Lackierer für braucht, ne? Also, das Ding wird nie in der Lackierkabine sehen. Wir werden auch nichts machen, wo man theoretisch eine komplett ausgestattete Halle bräuchte. Dieser Umbau, der hier stattfinden wird, den kann jeder auf seinem Parkplatz daheim machen. Es gibt genug Leute, die das machen. Wir machen es natürlich in der Halle, denn wir haben sie. Aber nur, dass ihr wisst, was ich mit diesem Projekt erreichen will. Aber jetzt kommen wir mal zu den wichtigen Sachen. Mein neues Schätzchen. Was haben wir hier gekauft? 1.300 Euro. Inseriert war er für 1,5. Ich habe ein bisschen runtergehandelt. Allzu viel ging nicht, denn es gab auch gar nicht so viel zu handeln. Ich wusste, was ich hier anschaue. Der war fair beschrieben. Zwei, drei Sachen haben wir noch gefunden. Deswegen 200 Euro runter. Und der Rest ist jetzt, wie es halt ist. Es ist ein 1995er Civic mit 75 PS. 1,3 Liter 16V. Und so sieht er aus. Nichts Besonderes, aber das Gute ist, trocken ist er, dicht ist er und klingt tut er auch ganz gut. Hören wir uns gleich noch an. Die Haube ist von innen rot, der Wagen von außen schwarz, man sieht es auch schon am Kotflügel. Der hatte mal einen kleinen Datscher, beide Sachen wurden schon ausgetauscht und ich meine, Digga, bei dem Preis... Unfallfrei? What the fuck? Ansonsten haben wir hier ja einiges an Dellen und Hagelschäden, will ich jetzt mal behaupten. Seht ihr das? Das ist so eine kleine Delle und das hat er quasi auf der gesamten Seite und auch ein bisschen auf dem Dach. Wir werden jetzt hier nicht anfangen, den Hagelschaden komplett rauszunehmen, aber wir versuchen ihn so günstig wie möglich, so glatt wie möglich zu bekommen. Ne? Das werdet ihr auch sehen. Wir versuchen einfach so ein bisschen das Ding wieder in die Form zu bringen, wie es gehört. Wir bleiben mal bei der Karosserie erstmal. Also grundsätzlich rosttechnisch habe ich nicht viel gefunden. Ich habe gesehen, dass hier schon mal repariert wurde. Ja, höchst professional. Könnte von mir sein. Aber es ist auf jeden Fall, ne? Also es ist okay. Es ist nicht schön, aber es ist okay. Mehr brauchen wir hier nicht. Dann haben wir auf dieser Seite, ja genau, die Seite war's. Da blüht er ein bisschen von außen und von innen. Ja. Da werde ich schweißen müssen. Aber das ist auch alles, was ich gefunden habe. Ich habe mich unter die Karre gelegt. Ich habe überall in die Radkästen reingeguckt. Ja, ich weiß, das habe ich beim Horny Benz auch. Und am Schluss, wir wissen alle, der war dann doch durch. Aber hier habe ich Hoffnung, dass das alles ist, dass da nicht mehr auftauchen wird. Wir haben natürlich die Plastikverkleidung am Schweller noch nicht abgenommen. Also es wird wahrscheinlich doch noch mehr auftauchen. Aber das finden wir im nächsten Video raus, wenn wir das Ding mal zerlegen. Der Wagen hat seit knapp einem Dreivierteljahr keinen TÜV mehr. Ich habe aber einen TÜV-Bericht dazu bekommen. Da sieht man auch, was gemacht werden muss. Zum Beispiel die Dreieckslenker vorne. Die müssen getauscht werden, sind aber sogar schon dabei. Eine Achsmanschette und eine Staub Manschette beim Lenkgetriebe sind ebenfalls dabei. Alles hier im Kofferraum. Und ich sage euch, wie es ist. Wie geht der auf? Nee. Hier? Hier? Wie geht mein Kofferraum auf? Ah, hier. Achtung. Da ist alles drin, meine Freunde. Außerdem, das ist der coolste fucking Kofferraum, den ich je gesehen habe. Digga! Du hast aber eine Sitzbank dabei. Egal, wo du hinfährst. Ob mich das hält? Ist das geil! Ja, hier sind wie gesagt die ganzen Ersatzteile dabei, die man braucht, um den TÜV zu machen. Es werden natürlich noch zwei, drei andere Sachen auftauchen, aber das erste ist dabei und was wir haben, nehmen wir. Low Budget. Den finde ich ja auch richtig wild übrigens. End of the World Veteran. Das hat er alles schon durchgemacht, der Boy. Das hat er alles durchgemacht. Wir sehen uns im Gym. Das darf natürlich bei einem 90s Car auch nicht fehlen. Schöner Airbrush auf dem Tankdeckel. Wie geht der auf? Ah! Die haben es mit ihren Griffen hier, ne? Ja, aber hier innen, sauber, passt. Und hier innen, ich sag euch, wie es ist, Freunde, es könnte wesentlich schlimmer sein. Man darf nicht vergessen, der Wagen ist von 1995, der ist 28 Jahre alt. In 2 Jahren könnte das Ding Oldtimer sein, wenn wir jetzt nicht anfangen, hier irgendwelche Tuning-Teile zu verbauen. Also wird er doch kein Oldtimer. Aber schaut es euch an, die Sitze fast unbeschädigt, hier ein bisschen, ne? Aber man sitzt sich auch echt noch gut hier drin. Es ist echt bequem. Ich saß ja auch schon für eine kleine Probefahrt. Ich fühl's, Digga. Ich fühl's komplett. Alles Serie, bis auf 2 Sachen. Wir haben ein Radio und... Hier leuchtet was. Das ist eine Wegfahrsperre. Und ich weiß noch nicht genau, was ich von der halten soll. Um den Wagen zu starten, musst du hier diesen Sensor hier irgendwie ranhalten, bis es piepst. Andersrum vielleicht. So. Und jetzt hast du 5 Sekunden Zeit. Und hier ist das Ding. Ah, da wieder angesprungen ist. Was ist das hier? Ah, okay. Huch! Schon weg, die Lampe. Und das Ding läuft echt sauber, ich sag euch, wie es ist. Ich weiß, ich bin kein Profi, ne? Aber einen gesund klingenden Motor, den hört man. Und der klingt für mich echt gesund. Das Einzige, schaut es euch an, hier eiert ein Rad ein bisschen. Laut Vorbesitzer fährt er seit 3 Jahren so rum und bin der Meinung, never touch a running system. Aber ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben. Würdet ihr das tauschen? Und vor allem, ist das viel Aufwand? Ich habe keinen Plan, also. Ich würde es auch drin lassen, ne? Solange das Ding läuft. Weiß nicht. Wenn man ihm glauben kann, und ich glaube ihm sogar, weil es war echt jetzt mal, by the way, so angenehm, dieser Kauf von dem Wagen. Es waren so entspannt, es waren 2 Dudes und die waren so nett, die waren so entspannt, die hatten keine Ahnung,
haben von der B-Garage, wer wir sind und so. Haben uns aber super respektvoll behandelt. Wir haben hier fair und transparent über diesen Wagen geschaut und am Ende haben wir uns geeinigt und ihn mitgenommen. Was mir mitgeteilt wurde, aber wie gesagt, ich bin ja nicht vom Fach hier im Civic Game. Das soll wohl ein Tacho vom EG4 sein. Der hat ein Drehzahlmesser. Das hat der EG3 wohl nicht. Und wir haben elektrische Fensterheber, Freunde. Und die funktionieren sogar. Fühle ich. Hier der Beweis. Definitiv nachgerüstete Fensterheber. Was mir bei der Besichtigung auch schon aufgefallen ist, hier ist noch eine Dichtung drin und ab hier, ihr seht es, das ist einfach nur Kit. Sieht man das aus der Kamera? Ja, das ist einfach nur abgekittet worden auf beiden Seiten. Die hat er wohl bei der Autobahnfahrt mal verloren. Eine Seite hat er wieder gefunden, die liegt auch im Wagen. Die andere Seite ist verschollen. Ich versuche die auch noch aufzutreiben, um dann die Dinger hier wieder einzukleben. Ich meine, dicht ist es, ne? Aber wirklich schön ist es nicht. Das wird nicht das Einzige sein, was ich für diesen Wagen bestelle. Ich werde auf jeden Fall jetzt mal ein bisschen mich hinsetzen, Internet durchstöbern nach wilden Tuning-Parts zu günstigen Preisen. Ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, was seht ihr denn an so einem Civic? Gerade für unser Vorhaben hier für diesen Winter. Es soll schnell gehen, es soll geil werden und es soll nicht allzu teuer sein. Klar, das Ding muss auf die Fresse, das Ding kriegt andere Felgen. Das Ding soll auf jeden Fall eine einheitliche Farbe haben, vielleicht sogar eine ganz andere Farbe. Das sind alles Sachen, die werden wir auf jeden Fall durchziehen. Dann gibt es aber natürlich noch andere Tuning-Parts, gerade bei so einem Civic, da sind ja die Möglichkeiten, will nicht sagen unendlich, aber es gibt ganz, ganz viel verschiedenen Stuff. Und da werde ich mich auf jeden Fall ein bisschen umgucken, auch eure Kommentare durchlesen und dann hier nach und nach in den nächsten Wochen, / Monaten für diesen Winter einen richtig geilen, kleinen Winter-Daily bauen. Ich freue mich enorm drauf, es wird geil, ich hoffe, ihr habt auch Bock da drauf, also schreibt mir gerne in die Kommentare einerseits, was haltet ihr von so einem Projekt, dass wir sowas hier mal wieder für euch, für uns, für mich machen und natürlich, was würdet ihr an diesem Wagen selbst umbauen, wenn ihr in dieser Position jetzt wert, diesen Wagen für den Winter umzubauen. Wenn ihr nicht verpassen wollt, wie es an diesem Projekt jetzt losgeht und wie es an den anderen Projekten weitergeht, dann solltet ihr den Kanal abonnieren und nächstes Mal wieder einschalten. Ich würde mich enorm freuen. Ich hoffe, dieser kleine Montagsvlog hat euch gefallen. Ich bin sehr gespannt über eure Kommentare. Ich lese mir jedes einzelne durch, weil ich würde wirklich gerne wissen, was ihr zu diesem Projekt sagt und was eure Ideen sind. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht es gut, bleibt gesund und ciao. Das Ding ist einfach, als ich in dem Alter war, als ich so... Es ist ein 1995er Civic mit einem 1,3-Liter-Motor. 75. Oh, das wird ein anstrengendes Video, Digga. Ich kann nicht reden.